Somit sind wir jetzt auch hier schon beim Rennstart. Die Qualifikation ja auch schon auf meinem Kanal verfügbar. Und wir werden das jetzt hier natürlich alle zusammen verfolgen. Die LMP-Fahrzeuge, alle schnell genug gewesen, um sich vor den GT-Fahrzeugen zu qualifizieren, so wie es ja auch erwartet worden ist. Und jetzt in wenigen Sekunden startet das Rennen. Jetzt gerade also hier noch die Startphase, die Starterfeldübersichten momentan. Und jetzt geht's los. Jetzt startet das Rennen. VLN-Driver kommt gut weg, aber auch Cannelloni 94. Humongous 999 super in die erste Kurve gekommen. Und auch S-Killer ist mit vorne dabei. X86 Number One etwas weiter hinten. Und jetzt hier gerade in den ersten Kurvenpassagen alles relativ sauber. Hier jedoch fährt jetzt Andy 89 recht weit runter von der Strecke, kommt zurück, trifft S-Killer 97 und dreht sich weg. Hier sehen wir es im Hintergrund, man konnte es auf der Kamera nicht so gut erkennen. Allerdings habe ich mir diese Szene schon einige Male angeguckt. Also hier schon ein ja, Unfall in der Startphase und hier vorne an der Spitze der Kampf zwischen den beiden Audi R18 von Cannelloni 94 und Humongous 999. Ein wirklich interessanter Kampf hier. Gleiches Material für beide. Hier haben wir jetzt leider gerade einen schwarzen Bildschirm. Da muss ich jetzt leider zu sagen, dass es hin und wieder mal vorkommt bei den Kamerawechseln, dass das Spiel etwas lange braucht, um umzuschalten. Dies bitte ich jetzt schon im Vorfeld zu entschuldigen. Kann ich leider nicht ändern. Aber so ist es halt. Ich denke, es ist auch verkraftbar. Somit also hier nach den ersten Kurven Humongous 999 nach der ersten halben Runde vorne, vor Cannelloni 94, vor VLN Driver und dahinter müsste dann schon S-Killer 97 kommen und AX86 Number One. Ja, Smedyline hier momentan an der Spitze des GT-Feldes, hatte einen super Start. Hinten ist ein bisschen vernachlässigt worden, weil man natürlich die LMP-Fahrzeuge gesehen hat. Aber jetzt hier setzt Icarus 1988 FCK schon sein erstes Manöver und überholt hier in der letzten Kurve der ersten Runde Smedyline. Und Andisari im BMW M3 GT2 setzt auch zum Überholmanöver an. Also hier eine turbulente Phase. Hier wird es sehr eng. Er steckt hier auch nochmal zurück. Währenddessen kommt Andi 89 schon wieder von hinten, der jetzt natürlich aufholen muss nach seinem Dreher in der ersten Kurve. Also hier viel Action gerade in den ersten Runden, in den ersten Minuten des Rennens schon. Hier muss jetzt Mediline überrunden lassen, ist da leider zu weit auf den Teppich gekommen und jetzt noch weiter raus. Und jetzt geht natürlich auch Andi Sari im BMW vorbei. Ja. Sehr guter Start, aber ist natürlich nach wie vor im Rennen. Momentan also noch auf der dritten Position des GT-Feldes. Ja, jetzt auch wieder einmal leider einer dieser schwarzen Bildschirme, wie ich schon angesprochen habe. Dauert leider immer einen Augenblick, bis das umgeschwenkt ist. Ja, ihr habt ja gestern vielleicht sogar schon die Qualifikation gesehen auf meinem Kanal. Dort war zu erkennen, dass jemand anders das kommentiert hat, nämlich der gute alte Mainzer Pro Gamer. Also wundert euch nicht, dass ich jetzt hier gerade wieder am Kommentieren bin. Ursprünglich war es sogar geplant, dass der Mainzer Pro Gamer dieses Rennen komplett kommentiert, weil er wirklich als Kommentator sehr, sehr talentiert ist. Allerdings gab es da technisch leider einige Probleme, so dass ich das jetzt weiter übernehme. Vielleicht werden wir ihn in einem der späteren Folgen noch mal mit dabei haben. Und ja, so viel also erstmal dazu, dass ihr euch nicht wundert. Ja, und was wir noch gesehen haben, AX86 Nummer 1 hier einmal den S-Killer 97 überholt. Somit jetzt hier auf der vierten Position am Start. Auch hier läuft es relativ easy, alles locker bei ihm. Keine großen Probleme. Gute Startphase, es ist kein Dreher oder kein Unfall passiert in der Spitzengruppe. Das ist ja immer schon sehr viel wert. Links, rechts im Tableau sehen wir auch immer mal wieder ein paar Wechsel. Man kann natürlich nie mit der Kamera an jedem Punkt sein auf der Strecke. Das ist natürlich nicht möglich. Ich
versuche es natürlich immer für euch einzufangen. Und wir sehen vorne an der Spitze gibt es dort hin und wieder Wechsel. Cannelloni und Tomungus ja, haben da so ihre Kämpfe an der Spitze. Beide ja im Audi R18 TDI unterwegs. Beide eines der Fahrzeuge vom Audi Sport Team Jöst. Allerdings hier in der Meisterschaft in verschiedenen Teams. Andi 94 ist im Team WDR Racing mit Andi 89, der ja leider diesen Dreh am Anfang hatte. Und hier jetzt auch ein Manöver. Cannelloni 94, Humongous ins Heck gefahren, hat ihn umgedreht. Ein Manöver, was alles andere als fair ist. Normalerweise wäre Cannelloni für dieses Vergehen sofort disqualifiziert worden und aus dem Ergebnis gestrichen worden. Allerdings stellte sich im Nachhinein heraus, dass Cannelloni 94 erstmal die Distanz sowieso nicht beendet hat und somit keine Punkte bekommen hat. Und auf der anderen Seite hat er nur zwei Fahrer auf der Strecke gesehen, was natürlich alles andere als gut ist. Es ist also, wenn man die Fahrer nicht sieht, auf der Strecke fährt man dann natürlich hin und wieder aus Versehen rein, wenn man es einfach nicht weiß. Ein Problem, was es schon seit Gran Turismo 5 gab, und das ist schon sehr ärgerlich. Ich hoffe, dass das bald mal weggepatcht wird. Also er hatte es mir hinterher auch nochmal alles erklärt. Er hat ihn wirklich nicht gesehen. Ich soll mich auch nochmal in seinem Namen hier wirklich entschuldigen dafür. Er konnte nichts dafür. Er bedauert es auch sehr. Und ich kenne ihn relativ gut, weil ich fast täglich oder jede Woche mehrmals mit ihm in Kontakt stehe. Und er ist wirklich ein sehr fairer Fahrer. Das war auf jeden Fall nicht seine Absicht. Das kann ich garantieren. Trotzdem sehr bedauerlich natürlich für Humongous. Der ist jetzt auf die 6. Position zurückgefallen. Somit natürlich auch alle weiteren Fahrer aufgerückt. VLN Driver macht jetzt hier auch weiter immer mehr Druck auf die Spitze auf Cannelloni 94. Im Peugeot 908 vom Team Matmut Orica. War auch schon relativ erfolgreich im Qualifikationsrennen auf Brands Hatch in dem 1-Stunden-Rennen, das auch natürlich auf meinem Kanal verfügbar unter dem Playlist. Sehen hier Kane auch, kommt weit raus, Cannelloni bis in den, auf die schmutzigen Stellen. Bis hierhin wirklich ein sauberes Rennen, bis auf diese Aussetzer mit dem Grafikbug. Aber man sieht auch, VLN Driver jetzt hier absolut in Schlagdistanz. Muss natürlich gucken, wo er jetzt hier das Manöver clever setzen kann. Natürlich kann er das Ganze auch nämlich wegschmeißen, wenn er jetzt sind die Fahrzeuge alle noch relativ nah beieinander. Das Ganze ist ein Langstreckenrennen, das wisst ihr ja. Und wenn er dort einen Fehler macht und ins Kiesbett fliegt, ist er mal ganz schnell auf Position 8. Position 8 weiterhin von Icarus in Beschlag, also der Spitze des GT-Feldes wird momentan von der Corvette von Icarus 1988 angeführt. Hier laufen jetzt auch schon die ersten Überrundungen. Robert ist hier überrundet worden in der Corvette, macht hier relativ, also nicht relativ, sondern sehr fair Platz. Das muss man ihm auf jeden Fall anerkennen, dass er da so wirklich vernünftig agiert und auf die Flaggen reagiert. Hier, jetzt kommt VLN Driver immer näher dran. Also es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis er sein Manöver setzen kann. Auch er wird nicht von Cannelloni 94 gesehen. Also das weiß er zu diesem Zeitpunkt aber auch noch nicht. Deswegen ist er hier, sieht man natürlich auch immer den Fahrstil von VLN Driver, der wirklich auch sehr vorsichtig und überlegt immer ist. Das ist natürlich auch eine große Stärke, dass er nicht einfach drauf losfährt. Er guckt genau, wo er überholen kann und wie er auch nicht selbst behindert wird und den anderen auch nicht behindert. Und somit hat er da auch große Wahrscheinlichkeiten, dass er das sauber über die Bühne bringen kann. Hier jetzt einmal der Zeitenmonitor. Wir sehen Andi 89 jetzt hier momentan auch einer der schnellsten auf dem Feld.
coolt hier jetzt richtig auf, hat auch die beste Runde gefahren, eine 1:44.888. Das zeigt natürlich, was für ein Potenzial in ihm steckt. Er hat sich auch sehr gut vorbereitet aufs Rennen und holt jetzt richtig auf von da hinten und müsste jetzt bald aber auch mal auf Humongous auflaufen und dort weiterhin seinen Weg nach vorne fortsetzen. Ja, hier auch nochmal die Spitze der GT-Klasse, Ikarus vor Andisari. Auch das Duell hier ist nach 6 Runden absolut noch in Fahrt. Es ist hier zwar eine kleine Gap, eine kleine Lücke zwischen den beiden, aber die ist eigentlich kaum der Rede wert. Es ist sicherlich, wird es in den nächsten Runden noch sehr spannend werden hier. Das Konzept mit den zwei Klassen hat sich sehr gut etabliert, meiner Meinung nach. Es funktioniert wunderbar. Durch die Überrundungen, die natürlich beide Klassen in irgendeiner Form durchlaufen müssen, kommt auch immer noch mal eine gewisse Spannung und Dynamik in die Rennen, was sehr, sehr gut ist, was wirklich wunderbar funktioniert. Geschwindigkeitsunterschiede sind so groß, dass keiner die andere Gruppe quasi behindert in diesem Sinne. Und hier sehen wir auch, Smedyline ist noch dran, also er hat zwar jetzt schon einen etwas größeren Abstand zu dieser Spitzengruppe, aber bleibt solide dran und fährt ein solides Rennen bis dahin. Ja, hier hinten in diesen ganzen S-Kurven von Silverstone, das ist natürlich eine der Passagen, die den Fahrern wirklich sehr viel Spaß macht, aber auch einiges abverlangt. Die Linie muss hier passen, man kann hier viel gewinnen und viel verlieren und gerade hier sehen wir, dass da die Corvette doch etwas besser durchkommt als der BMW. Der BMW ist grundsätzlich ein bisschen nervöser auf dem Heck, aber es ist natürlich auch immer von Strecke zu Strecke unterschiedlich. Die Corvette hat etwas mehr Grip in den Kurven, durch die Durchflussbegrenzer, die Air-Restriktoren. Die Drosselung hat der Wagen allerdings oben in den höheren Drehzahlbereichen etwas weniger Leistung, was dem BMW wieder in die Karten spielt. Somit ist die Balance zwischen den Klassen relativ gut gelungen, auch in der LMP-Klasse. Ich meine, wenn ihr euch nochmal das Qualifikationsergebnis anschauen solltet, werdet ihr sehen, wie knapp das da vorne abging auf einer Strecke wie Silverstone, wo es wirklich auf viele Kurven ankommt, wo man viel liegen lassen kann. Ist das wirklich für mich persönlich als Organisator eine richtig gute Belohnung für die Testarbeit, die ich gemacht habe. Freut mich wirklich extrem, dass die Balance hier so gut stimmt. Und wir sehen auch, vorne an der Spitze ist es weiterhin sehr eng. Das Ganze jetzt hier auch noch mit Überrundungen gerade. Super Trio wurde jetzt auch überrundet. Und jetzt ist er auf jeden Fall schon im Windschatten. Und davor läuft jetzt auch eine Überrundung. Von Lukas 211. Ja, das ist hier wirklich richtig spannend zwischen den beiden. Hier kann er natürlich schwierig ein Manöver setzen, in dieser Rechtskurve kann man kaum überholen. Auch jetzt hier in den S-Kurven wird es schwierig. Jetzt die nächste Möglichkeit ist für ihn natürlich, wenn er jetzt perfekt aus den S-Kurven rauskommt und Cannelloni dort einen kleinen Fehler hat, dass er vielleicht am Ende der Hangar straight aufholt. Hier kommt er schon nah dran. Das könnte jetzt die Möglichkeit für ihn sein. Ah, es ist ein bisschen zu nah dran für den Windschatten. Sonst hätte es vielleicht was werden können. Auch Cannelloni 94 hat im Vorfeld ein sehr umfangreiches Testprogramm absolviert. Ist, glaube ich, über 3-4 Stunden Tests gefahren mit dem R18. Umso trauriger ist es natürlich, dass er jetzt wirklich hier viele auf der Strecke nicht sehen kann.
Das hat ihn natürlich auch ein bisschen das Rennen kaputt gemacht. Und ja, das ist schon schade. Auf jeden Fall sehr, sehr erfreulich auch, dass die Teilnehmer hier so viel Energie damit teilweise mit reinstecken auch. Das ist immer sehr, sehr schön. Hier jetzt der nächste Versuch von VLN Driver ist aber auch noch zu weit weg hier. Er fährt übrigens für das Team GCR Gamecore Racing, also auch der Teamkollege von AX86 Number One. Die also gerade auch das beste Team momentan mit Position 2 und 3. Und jetzt setzt er hier schon einen kleinen Akzent. Will hier natürlich Druck machen. Aber das Ganze verpufft natürlich eben aus diesem Grund, den ich schon erwähnt habe. Ja, auf dieser Strecke fahren wir auch mit wechselhaftem Wetter. Momentan ist aber der Himmel noch relativ klar, sind keine wirklichen Wolken zu sehen. Wir sehen, die Sonne steht tief, es ist 19 Uhr und das ist auch die maximale Uhrzeit, die hier, sagen wir mal, erreicht werden wird. Es wird also nicht noch später, das ist vom Spiel leider noch nicht vorgesehen. Somit, ja. Wird es also nicht dunkel werden. Also es wird keine Nacht werden. Die Sichtverhältnisse können höchstens noch schlechter werden, wenn es eben nochmal Regenwolken geben wird. Das natürlich kann alles passieren im Rennen. Wir sind ja erst gerade mal bei Runde 10 von 70. Distanz also insgesamt wird also über ungefähr 2 Stunden gehen. Plus minus natürlich ein bisschen mehr oder weniger. Kommt natürlich immer ganz drauf an, wie das Rennen verläuft und ob es vielleicht auch noch regnet oder nicht. Und jetzt laufen hier auch schon die Überrundungen an von Smedyline, der hier auch sehr, sehr fair Platz macht. Das Feld ist der LMP-Fahrzeuge jetzt also schon auf der dritten Position der GT-Wagen, was die Überrundungen angeht. Also läuft es hier relativ gut. Alle Beteiligten. Auf der Strecke ist es natürlich auch nicht so schwierig, Leute überrunden zu lassen. Man hat hier relativ viel Platz links und rechts. Die Ideallinie kann etwas variiert werden. Auf Brands Hatch zum Beispiel war das deutlich schwieriger beim Qualifikationsevent. Hier momentan also das nicht ganz so das Problem. Jetzt auch noch mal aus der Onboard einige intensive Aufnahmen dieses Kampfes. Hier ist Kane Cannelloni 94 etwas spät eingelenkt. Das nutzt jetzt natürlich VLN Driver, setzt sich daneben. Cannelloni jetzt hier links neben der Strecke gewesen. Jetzt müsste eigentlich Driver, VLN Driver in Führung geben, kriegt er aber einen kleinen Schlag von der Seite, was ihm wiederum den Schwung kostet. Und jetzt hier wieder der Konter. Und jetzt ist er vorbei. Also hier sehr, sehr brisante Action. Er muss jetzt aufpassen, dass er da schnell wegkommt, dass er nicht noch einen Schlag ins Heck kriegt, weil er eben nicht gesehen wird. Aber jetzt hier hat Cannelloni weiter Schwung verloren. Robert hier auch wieder sehr, sehr fair. Macht Platz. Ja, wirklich ein sehr spannender Kampf hier vorne an der Spitze. So will man das natürlich sehen. Humongous mittlerweile auch weiter nach vorne gekommen. Was wir jetzt nicht mitbekommen haben, S-Killer 97 hatte wohl auch irgendwo einen Fehler und ist nochmal weiter zurückgefallen. Dadurch ist Elias nach vorne gekommen und Andi 89 sowie Humongous. Und ja, er jetzt leider auf der letzten Position des LMP-Feldes. Hier jetzt nochmal die Spitze der GT-Klasse Icarus 1988 FCK. Macht einen wirklich super Job hier.
Und wir sehen, der M3 von Andy Sari immer noch nicht weit weg von ihm, beziehungsweise sehr nah dran. Der Kampf in der GT-Klasse also auch noch hier sehr, sehr aktiv. Alles andere als unspannend, würde ich mal sagen. Also es ist hier wirklich viel los auf der Strecke. Ein bisschen schwierig hier sogar zu entscheiden, wo man jetzt die Kamera hin macht. Hier momentan aber, denke ich, auch ganz gut aufgehoben. Und hier jetzt ein Angriff gegen Icarus, aber eine Stelle, wo man natürlich auch gut kontern kann hier in diesen ersten Kurvenpassagen. Ja, wir kommen jetzt aber auch schon langsam wieder zum Ende dieses ersten Parts. Die nächsten wird es dann am kommenden Freitag geben. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis dann.